Peace and Justice gesagt. Herzlich willkommen zur 429. Folge von DSD's Midnight Figure Feature. Diesmal zeige ich euch zwei Gesellen, Gestalten, ne, die aus Rückkehr der Jedi-Ritter sind. Also in Rückkehr der Jedi-Ritter auftauchten. So im Hintergrund auf Jabbas Segelbarke. Das ist ja auch eine Geschichte mit der Segelbarke. Ne? Der eine hat sie, der andere nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall, das sind Figuren, die gehören da auf jeden Fall zu. Die sind richtig toll, richtig schwer, richtig massiv. Und ich zeige euch mal die Karten, ich habe die vor Jahren auch schon mal vorgestellt. Das sehe ich nämlich hier, weil ich die so komisch aufgeschnitten habe, um die rauszukriegen. Da wusste ich noch gar nicht, dass man das ja vorsichtig vielleicht mit dem Skalpell aufschneiden könnte, etc. Aus dem Jahr 2004 bzw. 2003. Thanos Spijak und Jay Quill. Ne? Wie man bei Thanos Spijak ja schon hören kann, irgendwie spionmäßig. Ne? Und ja, es sind halt diese Gold-Serien, wo hier schön Rückkehr der Jedi-Ritter draufsteht. Gab es auch einige tolle Figuren. Ich zeige euch das mal auf der Rückseite, weil das ist die Nummer. 04 ist das Jahr. Und dann die Nummer 10, Thanos Spijak. Na, hier haben wir eine kleine Erklärung auch dazu halt, ne? Dass er ein ehemaliger Rebellenspion war, ne, der Messages, also Nachrichten zwischen Alderaan und der Rebellenbasis auf Yavin 4 überbracht hat. Ne, ist ein Elom, a primitive peaceful species, ne, und hat sympathisiert mit den Rebellen etc. Ihr könnt es ja hier lesen. Dann sehen wir hier auch den Jay Quill noch hinten drauf, Rapper Tuni. Ja, das ist ja dann Jabbas Palast, das ist dann schon von der Special Edition, ne, dieser neue Sänger. Beziehungsweise, das ist ja dann Flötenspieler oder so, weiß nicht. Holographic Luke Skywalker, finde ich auch gut, Jabbas Palace. Dann haben wir einen Lando, ne, Sailbarge, hier im Skiffguard Outfit, super. Den Boba Fett Pit of Carcoon habe ich auch, aber ich finde die Packung die ganze Zeit nicht. Den wollte ich euch auch schon 20.000 Mal gezeigt haben. Ja, R2-D2, Jabba Sailbarge, habe ich den und sogar den Vintage Collection mir damals mal gekauft. Da gab es sowas noch in Läden. Da gab es noch Läden, wo man in Geschäften einkaufen konnte. Ja, dann hier Luke Skywalker, Jabba's Palace. Ist natürlich schön mit der Robe. Ja, und den habe ich damals irgendwie verpasst mitzunehmen, hier den R1-G4. Ne? So ein Oldschool-Roboter-Druide. Richtig, richtig geil. Ja, wie gesagt, Dings gucken wir uns jetzt gleich eh beide außer Nähe an, wie immer. Ihr kennt das schon. Ne? Jetzt hier nochmal kurz ja, die Packung von Jayquil. Auch ein schönes Bild dazu. Na, dann hier Rückseite, haben wir nochmal ein kleines Foto, auch die Erklärung halt, ne? Er kommt von dem Planeten Tula, ist auch ein Spion, der in Jabbas Palast geschickt worden ist, allerdings von Lady Valerian. Und Lady Valerian ist ja auch so eine Gangster-Bossin gewesen auf Tatooine, lass mich nicht lügen, ich meine Mos Eisley auch, weil Tales from Jabbas Palace. Da sind, ist eine Geschichte halt auch drin und das ist diese, die so, ja, das ist eine massive Figur. Eine Mischung aus, weiß ich, so nicht Elefantenkopf. Ich guck mal hier nach dem Bild halt. Ja, auch ganz wirklich, er hat da auch irgendwie so eine Liebelei gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es mit Tessek war oder so. Irgendwie, Kinder, gebt euch das Buch hier mal, Tales from Jabba's Palace. Ich glaube, das heißt so, ich hoffe. Und da taucht sie halt auch auf und so weiter. Ne? Und ja, die Waffen, aber das gucken wir uns gleich an. Also super. Hier haben wir halt drauf 2003, den diesen Aufkleber hier drüber. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ist. Und das ist halt, ja, ihr seht schon an der Nummer, 0409. Also, weiß nicht, warum dann hier 2003er Aufkleber drauf ist, wenn es aus dem Jahr 04 ist. Auf jeden Fall sind die hintereinander rausgekommen. Ne? Hier Hasbro, den ganzen Kram wieder da drauf. Hier unten sind natürlich auch wieder so Jedi-Points. Und an der Seite steht dann auch nochmal, ne? Jayquil 09, Blaster und Base. Ja, Blaster und Base. Weil ich wollte die auch erst jetzt hier reingepackt haben, um euch die nochmal in der Packung zu präsentieren. Ja, aber dann sind die Blister hinterher ganz kaputt. Die haben es eh schon fast hinter sich. Das ist auf jeden Fall die Base, die dabei war. Ja, ich habe jetzt auch nur eine gefunden. Die anderen sind in Benutzung. Die werden gestanden. Braucht man bei den Figuren aber nicht zwingend, weil erstmal sind die schwer, massiv, haben große Füße. Ich sehe gerade auch dieselben Füße. Das ist interessant, weil die haben dieselben Füße. Jetzt gucke ich gerade mal. Ja gut, die Krallen sind anders, das gucken wir uns aber alles aus der Nähe an.
Weil, wie gesagt, das ist doch hier. Ja, ich gucke gerade. Achso, er ist ein Elom. Der Thanos Spijek. Und, achso, ich gucke hier schon wieder doppelt irgendwie drauf. Und Jay Quill war ein. Ja, was denn? Weiß ich nicht. Ach so, aber auch. Ach so, ein Tulaner oder so. Vom Planeten Tula. Ach so, es ist kein Tulana, es ist ein Whippet. Ich sollte auch lesen dabei. Geologiste. Und wie man hier sieht, er hat auch den Fight am Salak-Pit, am großen Pit von Kakuna und so, ne, überlebt. Also außer Barke vorher gesprungen, man weiß es nicht genau. Wäre auch mal interessant. Steht das in den Büchern drin? Ich weiß es nicht. Weil für die hier, die neu auf dem Kanal sind, ich bin ja jetzt nicht hier der super Experte und so, ne? Ich bereite mich auch nicht vor. Ich gucke dann erst hier drauf, ah, okay, das ist von dann und dann halt, ne, und so weiter, weil, wie gesagt, da gibt es andere gute, bessere Videos definitiv zu Kanäle. Ich mache das frei nach Schnauze, will ein bisschen unterhalten halt, ne? Ein paar Leute, die mit dem ganzen Kram nichts am Hut haben, gucken das. Schöne Grüße auch an die und nett, dass ihr mir beiwohnt. Ne? Und ja, komm, ich rede mich schon wieder hier um Haut und Haar. Und dementsprechend gucken wir uns jetzt mal die Dinge aus der Nähe an. Die beiden. Ne? Ja, jetzt bitte. Ja, da haben wir, ne, unseren Thanos Spijek. Beziehungsweise ist mir jetzt gerade mal was aufgefallen. Das sehen wir jetzt gleich eh aus der Nähe, dass das ja echt ein Weibchen zu sein scheint. Oder? Ja, das hat Hängebrüste. Ich weiß es nicht. Cool ist auch, wenn wir jetzt mal hier ans Gesicht gehen, erinnert mich ein bisschen an hier Sid, das Faultier von Ice Age. Ich weiß nicht warum, aber das hat schon was davon. Na, guck mal, den Kopf können wir drehen. Ah, jetzt merke ich, ich habe den noch nie richtig in der Hand gehabt hier. Guck mal, hier hinten das Fell, das ist auch relativ, ja, das ist weich gemacht. Die Augen geil, dann hier wie so ein, ja, so ein Schnabel, ne, mit den Zähnen, das ist echt, ja, coole Viecher, aber das ist ja das Schöne bei Krieg der Sterne, dass gerade die Creatures, die Kreaturen, ne, da ist ja keine Grenze gesetzt. Cool auch mit der hinten, hier am Fell, das hat so was Stinktier-mäßiges, finde ich. Oder, ja, ist so, ne? So ein Streifenhörnchen halt. Fell ist auch wunderschön gearbeitet. Also, das sieht toll aus. Auch wenn es jetzt nicht so viele Bewegungspunkte sind, aber ich finde, das reicht. Was willst du da? Klar, guck mal, du könntest so, könntest sogar hier einen DJ machen. So, ein bisschen scratchen. Ohne Schied. Ich muss mir mal so einen kleinen Turny besorgen und dann wird das hier mein neuer DJ. Beziehungsweise der DJ. Weil, wenn ich das hier sehe, ich hoffe, dass. Ich verstoße jetzt nicht gegen irgendwelche Richtlinien von YouTube, weil man sieht, das ist ja krass. Die sind hier extra noch aufmodelliert. Da muss es ja vielleicht noch eine andere Form gegeben haben, wo die Brüste nicht bei sind. Wenn man sich das jetzt so mal anguckt. Ja, Hüfte können wir leider auch nicht. Ist die nicht drehbar? Nee. Das ist ja hier in einem Stück, obwohl es hier angedeutet ist, ne? Hier an der Hüfte. Ah, hier drunter können wir die drehen. Das ist nicht schlecht. Oh. Ein Moment. Ja. Entschuldigung. Das Fell ist ein bisschen staubig. Ja gut, wir können sie hier dann leicht drehen in der Hüfte. Und das heißt leicht. Ne, wir können komplett rumdrehen. Cool. Ne, das ist, weil das Schwanzteil hier ist, ja, das hier ein bisschen weicher, aber das könnte auch abbrechen, wenn man als Kind da zu sehr, aber. Ja, die Beine sind halt feststehend, bis auf, dass wir sie ein wenig hinsetzen können. Geht aber auch nicht. Ja, oder so halt. Auf dem Schwanz sitzen. Auch jetzt hier keine weiteren Fußbewegungen oder so möglich. Wir haben die, ja, die Bestempelung hier drin. 2003. Ist auf jeden Fall in den Figuren drin, ne? Hasbro China, wir haben hier die Packholes. Diese Löcher für die Pinne hier. Und man könnte. Ja, das geht. Könnte die Figur natürlich hier auch noch so draufstellen. Aber wie gesagt, die sind so massiv. Da ist das gar nicht vonnöten. Aber auch die Klauen hier, ne? Wenn man sich die Finger mal anguckt. Das ist schon super. Zwei Zehen nur an den Füßen mit so Klauen halt.
Aber ja, ich bin so begeistert von den Figuren. Sie sind echt schön. Ja, da fehlt mir nur die Barke. Irgendwann kriegt man die bestimmt irgendwo mal zu kaufen. Oder mir leiht sie einer mal zum Spielen aus. Super. Achso, die Waffen sind bei beiden Figuren gleich. Gucke ich gerade, ob die, ja, farblich tut sich da auch nicht wirklich was. Ist halt auch nicht in, ja, so ein Gunmetal. Sehr weich hier, ne? Gerade hier, guck mal, wie dünn das ist. Das sind ja gerade mal 3 mm oder so. Und das ist natürlich schnell verbogen. Und hier wahrscheinlich ein Magazin da oben. Ja, nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob so eine Figur unbedingt eine Waffe braucht, weil wenn der hier einmal mit der Pranke einen abkriegst, ja, dann hat sich das schon erledigt. Das wird wahrscheinlich auch durch Durastahl flexen. Aber man weiß es nicht. Ja, gut, aber man kann trotzdem, ne? Könntest du auch wahrscheinlich beide Waffen in der Hand tun, dann machst du ein. Obwohl, ne, okay. Hier geht's nicht. Jetzt wollte ich gerade einen auf Pacino machen. Aber. Ja, okay. Die ist halt für die linke Hand gemacht. Ja, das ist schön. Dann kommen wir von Thanos Spijek mal zum Jay Quill. Ja, und der ist auch klasse. Der sieht super aus. Wir haben gleich so einige Übereinstimmungen auch. Die vergleichen wir gleich nochmal. Aber einmal angucken. Ah, die Bemalung und so, das sind tolle Figuren. Ey, Hasbro, warum haut ihr nicht mehr Creatures raus? Gerade jetzt, weißt du, zur Vintage Collection Zeit. Die ganzen so viele Cantina-Viecher und alles, ne? Das wäre so toll. Ja, guckt ihn euch an. Wie der guckt. Guckt, wie der guckt. Mit so zusammengekniffenen Augen. Hat so ein bisschen so was Mongolisches, ja, Asiatisches irgendwie auch halt, ne? Finde ich auch dann sowas, ja, sowas Erhabenes. So. Krass. Ich guck mal, oh, das ist sehr feste. Dachte jetzt im Gegensatz gerade Spijek ist das nicht so weich. Ah, guck mal hier, dann hast du hier so Löcher, dass da das Fell so überlappt halt. Den kannst du. Ja, man kann ihn, aber dann bleibt er ja hier mit seinen Barten, mit seinen Zotteln da hängen. Aber auch wenn du so von der Seite guckst, die Zähne. Sowas toll. Auch hier noch auf der Stirn. Hier sieht es ein bisschen komisch aus. Hier sieht man irgendwie, ja, wie das Gesicht hier rangesetzt worden ist. Da hast du so eine kleine Naht. Das ist aber, das macht aber gar nichts. Also, guck mal, das sieht klasse aus. Also, die Arme, du hast halt hier auch wieder nur hier so die Bewegung. Kann er da machen. I don't care. Du kannst, ja, die Hände kannst du auch noch drehen. Der hat jetzt, ja, der hat auch nur drei Finger. Zwei so Hauptfinger plus den Daumen mit einer Klaue dran. Gucke ich gerade Hüfte. Ja, lässt sich auch unten, das erinnert mich schon wieder, wenn ich den so drehe, an so Ewok-Beine. Weil die relativ kurz aussehen. Ne? Schön auch hier die beiden Taschen an dem Gürtel. Die sind auch schön gearbeitet. Das ist klasse. Also. Ich kann es immer wieder nur sagen, mehr Creatures. Aber wer hört schon auf DSD? Ne? Aber ich erfreue mich ja eh an dem, was ich habe. Und ja, ich freue mich. Die habe ich damals auch für, ich glaube, unter 10 Euro gekauft. Wir hatten mal leider nur zu kurz so einen kleinen Spielzeugladen in Dortmund, Toynedo. Da hatten sie ja aus Mexiko dann noch so einiges gekriegt. Halt. Wie gesagt, auch diese ganzen Silver-Figuren und so. Und ey, für 10 Euro, super fairer Preis. Und ja, da hätte man mehr von mitnehmen müssen. Ich hatte aber nicht alles mitgenommen. Das war ein bisschen blöd. Ebenso wie gerade sein ausgestreckter Arm hier, sorry. Und ja, hier unten an den Füßen, also auch zwei so Klauen nur. Und schaut mal, ja, ich sollte keinen Schatten machen. Das sind eigentlich dieselben, ja, dieselben Fußmolds. Und ich würde fast sogar behaupten, dass das dieselben Beine sind. Ja, hier sind nämlich auch zwei so Löschen drin, die hier auch sind. Das sieht schon sehr, sehr gleich aus. Ja, es sind auch die. Guck mal hier, aber guck mal, selbst unter den Füßen sind sie noch bemalt. Hier ein bisschen weg, damit man das Hasbro Shiner noch sieht. Was aber auch, sowas finde ich cool. Das hebt das halt noch ganz anders hervor halt, als wenn du einfach nur den Druck drin hättest. Ne? Und hier auch 2003. Das ist also same mold, die Beine. Ja, sogar der ganze Unterkörper.
Wenn wir jetzt mal hier gucken, deswegen ist dann auch hier bei Spijek ja, das Schwanzteil drüber. Aber sonst ist das ja the same. Aber nicht schlimm. Jetzt gucke ich gerade, ob vielleicht sogar. Ne, der Oberkörper ist ja anders. Hier sind eh die Brüste draufgesetzt, aber hätte ja sein können, ne? Aber ey, auch klasse, klasse, klasse. Also mit dem ganzen Fell hier und so, das ist wunderbar. Jetzt mal gucken, ja, der wird dann auch in der linken Hand dieses Blastergewehr nehmen können. Obwohl der, ich glaube, der kneift hier auch relativ gut zusammen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, gut, so. So hätten wir die Pacino-Pose, ne? Scarface. Geil. Ja, schön. Aber wie gesagt, bei den Klauen brauchen die Dudes gar keine Waffen. Sind ja eh Spione. Und wenn die da mit Waffen abgehen würden, ne, dann fallen die eh auf. Jetzt gucken wir mal eben hier. Ja, mit dem Stand, klar, das funktioniert. Das funktioniert auch super. Aber hier unser Sid von Ice Age. Ja, aber die haben ja eh sowas Faultiermäßiges, ne? Also, ey, gerne mehr davon. Also, toll gemacht. Toll, toll, toll gemacht. Mir gefallen die beiden richtig gut. Das sind klasse Figuren. Sind schwer und wie gesagt, für damals 9,90 € im Spielzeugladen gekauft. Und vor allem, was sag ich damals? Lass mich nicht lügen. Lass es vielleicht, ja, die Zeit vergeht so schnell, vielleicht 2008 gewesen sein. Nee, ach Quatsch. 2008, ich meine vor 8 Jahren. Ne, 2013 rum irgendwie so. Weil ich habe ja da erst wieder angefangen, so ein bisschen zu kaufen. Und da war halt das Schöne. Ne? Ich habe ja vorher schon im Spielzeugladen gesehen. Also, dass da ein neuer Spielzeugladen kommt, da waren die schon am Einräumen. Und ich die jeden Tag gefragt, kriegt da was von Krieg der Sterne? Ja, und dann hat er diese ganzen Sachen aus Mexiko gehabt halt und so. Ne? Hier, für einen Zehner. Für 10 Euro. Voll geil. Ich hätte sie doppelt kaufen sollen, dann hätte ich noch welche eingepackt gehabt. Aber es ist halt so. Und so wie es halt ist, kommen wir jetzt wieder zur Totalen, wo ich mich verabschiede. I love toys. Achso, ich guck gerade hier hinten nochmal. Aber da haben sie halt nur die beiden Charaktere, um die es hier geht, ausgetauscht. Sonst ist da alles gleich. Also auch unter dem Aufkleber hier sieht man noch ein Stück vom Lando, vom Boba Fett halt und so weiter. Ja, ich finde die beiden echt toll. Das sind richtig schöne Figuren. Ja, jetzt, wenn man öfters drauf guckt, weiß man auch, dass die eine Figur weiblich ist, die andere nicht. Zumindest an sekundären Merkmalen erkennt man es halt. Ich ja gerade schon gezeigt habe. Oh Mann, ey. Ja, wunderbar, die beiden Jungs und das Mädel. Und ich sag mal wieder, danke fürs dabei sein, dass ihr Interesse gezeigt habt. Vielleicht habt ihr das Video auch durchgeguckt und ja. Mir bleibt nur zu sagen, Peace and Justice. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Und ja, Feierabend. Tschüss.